Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakobat und ich habe für euch heute den nächsten Teil des Gunmark Grinds mit dem AE Phase 1 dabei. Wir schauen einmal ganz kurz drauf, wo wir derzeit stehen. Wir stehen bei 91,34 und ja, ohne lange Rede, alles zu dem Panzer habe ich ja quasi schon im ersten Teil gesagt und ich würde sagen, wir krachen direkt in die erste Runde rein und schauen, was uns da erwartet. Top-Tier ohne Arti auf der ja, Gizo-Karte Klippe. Aber wir können hier wahrscheinlich relativ entspannt. Aber was heißt relativ entspannt? Die Gegner haben schon sehr schnelle Panzer. Na, EBR 90, Leopard PTA. Emil 2 ist wahrscheinlich auch schneller als wir. Für den müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen. Aber ansonsten ist mein Plan eigentlich hier oben in die Mitte ranzufahren. Weil da, denke ich, können wir am besten unsere Turmpanzerung, unsere Gun Depression ausspielen. Die Fahrzeuge, die uns jetzt hier kontern können. Carnarvon Action X sollte man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Den sollten wir zwar auseinandernehmen können. Ja, aber die Betonung liegt immer auf auseinandernehmen können. Emil 2 natürlich hier die größte Gefahr für uns. Ganz klar, aber wir sehen auch schon, dass unser AMX M4 auch mit hochfährt. Also Emil 1 kommt mit, AMX kommt mit, Patriot kommt mit. Also unsere Gun Depression starken Fahrzeuge fahren auch schon hoch. Das sieht erstmal gar nicht schlecht aus. Das ist immer eigentlich recht wichtig, dass man hier oben möglichst viele Leute hat. Selbst wenn sie dann hinten durchkrachen, ich meine, da stehen jetzt noch zwei Panzer AFK, das ist immer nicht so schön. Hier sollte man sich nicht allzu lange aufhalten. Der EBR hat es Gott sei Dank nicht hochgeschafft. Aber wie gesagt, man sollte jetzt hier nicht versuchen, ja, so lange wie möglich stehen zu bleiben, um dann noch was abzuaimen, sondern ranfahren. Und was ich besonders gut finde, ist, dass hier unser Type 61 und unser AMX auch beide mitfahren. Das sieht schon sehr, sehr schlecht für die Gegner aus, muss man sagen. Type 61 hat auch schon ultra viel AP verloren. Und der Emil wart noch nicht gesehen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir uns hier nicht gegenseitig auf die Füße stehen. Da ist der Emil. Wir können sogar vielleicht hier rumcruisen. Wenn jetzt nämlich, wir stehen hier mit so viel Feuerkraft, wenn da jetzt was um die Ecke kommt. Der Emil traut sich da auch gar nicht rum, also AMX aimt ihn auch ab. E75 musste jetzt zurückfahren. Wäre schon fast eine Möglichkeit, hier drüber zu krachen. AMX fährt jetzt auch schon auf die andere Seite. Also wir müssen jetzt hier eigentlich schauen, dass wir unseren Schaden machen, ne? Das AMX lässt sich da jetzt, glaube ich, hinten einschenken. Wenn die jetzt mitkriegen, dass der AMX weggefahren ist, Type 61 auch weggefahren ist, dann haben wir vielleicht die Chance, dass hier nochmal jemand um die Ecke geiert. Man sollte hier auch nicht überpacen. Die da unten laufen uns nicht weg. Carnarvon ist jetzt auch schon tot. Leopard PTA kommt jetzt hier hochgefahren, kassiert vom AMX. Okay, das war jetzt ärgerlich, dass er das hier abaimt. So, also Emil schreddert sich ja auch schon weg. Die Runde ist gelaufen. Wir müssen jetzt halt schauen, dass wir uns vielleicht hier hoch in die Mitte begeben, um da Schüsse rauf zu bekommen, um vor allem hier auch den Patriot zu bearbeiten, um hier hinter den E75 TS zu bearbeiten. Das wird keine gute Runde, weil dafür haben die Gegner einfach zu wenig HP noch. Hinten wird wahrscheinlich sowas wie ein Rheinmetall stehen, ein WT auf Panzer 4. Mal gucken, ob wir hier vielleicht einen Schuss baiten können. Jawohl, Stritzwahn neben dem Stein. Denke ich, den sollten wir getroffen haben.
Der Schuss ist jetzt daneben gegangen. Also, unser Team spielt im Kollektiv einfach gerade viel zu stark, muss man sagen. Type 61 wird wahrscheinlich jetzt gleich alles, was da oben noch drauf steht, aufmachen. Das ist der Streuselwagen. Und dann hinten da steht der Rheinmetall. So, 21 Schaden haben wir noch abbekommen von ihm. Da hätte ich vielleicht vorher auch mitfahren sollen mit dem AMX. Ich glaube, der hat es richtig gemacht. Ich habe es scheiße gemacht. Dachte, dass da in der Mitte mehr geht, aber am Ende ging da gar nichts. Und das gesamte Gegnerteam ist einfach nur geplatzt. So, mit ein bisschen Glück steht hier vor uns noch irgendwo der Rheinmetall. Beziehungsweise der Waffenträger. Da. Steht aber safe für uns. Hat sich auch ziemlich lange da rausgehalten aus der Nummer. Auch nur noch 263 Schaden abbekommen. Also, das ist natürlich ein Start, den man so nicht haben möchte. War eigentlich ein gutes Szenario. Ich habe vielleicht da am Anfang in der Mitte zu passiv gespielt. Wohingegen der AMX das, denke ich, deutlich besser gemacht hat. Der ist dann sofort gecrossed und hat auf der anderen Seite weitergekämpft. Ich denke mal, dass er hier ganz gut Schaden machen konnte. Wenn wir mal raufgucken. Ja, er hat seine 3-4 gemacht. Also, da habe ich gepennt oder habe ich nicht genug Mut gezeigt. Und der AMX hat das hier deutlich besser gemacht. Das heißt, wir sind jetzt hier ein bisschen gedroppt, 90,73. Ich hätte da auch direkt mitziehen sollen. Schon wieder eine Top-Tier-Situation. Diesmal auf Vardy. Wir haben 3 Lights, 5 TDs, also schon mal 8 Panzer, die Unterstützungsfunktionen haben. Ich denke, ich werde mal bei dem Setup hier bleiben. Conqueror, M103, T54, E1, das sind eigentlich alles Gegner, mit denen wir arbeiten können. Ich werde versuchen, hier in den Süden zu kommen und hoffen, dass mich mein Team unterstützt. T30 ist natürlich auch ein Problem, also der kann schon ordentlich wehtun. Müssen natürlich jetzt auch wieder gucken, was macht unser Team. Schafotour, SCA, die scheinen schon mal mitzukommen. Ich fahre hier den sicheren Weg, weil ich keine Lust habe, von der Badget oder von dem ELC 90 oder dem AMX 1390 oder, da in der Querfahrt gespottet zu werden. Das heißt, lieber hier an der Stelle nur mal sicher, dass ihr mit euren ganzen AP auch dann wirklich vorne ankommt. Dauert vielleicht einen kleinen Moment länger. Objekt 777 kommt auch mit, jawohl. Da ist nämlich schon der erste Kollege, den können wir vielleicht gleich eine reindrücken. Der sitzt, jetzt hat er nur noch 3 AP. Wenn wir da nämlich jetzt gecrossed wären, dann hätten wir hier sicherlich schon den einen oder anderen Schuss bekommen. Wir müssen auch immer aufpassen mit dem AI Phase 1. Der brennt ganz gerne, wenn er an die Seite kassiert. Also, Objekt 77 kommt mit. Conqueror haben wir gesehen, der ist hier in den Süden gefahren. Also da müssen wir uns natürlich drauf einstellen. Aber wir haben Heat als Premium-Munition. Damit können wir eben eigentlich durch den Turm feuern. Na, ihr seht schon, ich sage immer eigentlich, weil manchmal macht euch RNG da auch einen Strich durch die Rechnung. Ich hoffe jetzt, dass hier unser Team mitkommt. Ja, Objekt 77, das sieht gut aus, kommt direkt mit. Da ist der Conqueror. Vielleicht laden wir jetzt direkt schon mal Heat, ich weiß es nicht. Ich denke, ich lade direkt um. Da ist es dann auch wichtig, dass die Schüsse alle sitzen. Badger 12 Tonnen ist im Norden. Der ELC 90 schon tot. 1390 war ja auch schon so gut wie tot. Jetzt müssen wir hoffen, dass der Conqueror kassiert schon. Das wird vielleicht dazu führen, dass er sich jetzt erstmal fallen lässt. Also wir können ihm jetzt hier schon den ersten geben. Jetzt haben wir schon mal einen HP-Vorteil. Der nächste sitzt und ich denke, jetzt wird er auch eingeschüchtert sein. Wir haben jetzt auch Two-Shot auf ihn.
Oh, das, die Schüsse sitzen gut. Er macht seinen auch. Ja gut, passiert. So, aber ihn haben wir draußen. T30 kassiert auch schon, das ist super für uns. Müssen wir zusehen, dass wir direkt noch einen reinkriegen. Zack, so. Jetzt will ich mir den aber nicht noch fangen. Jawohl. Also unser Team schön mit aufgerückt. Jetzt haben wir hier eine wichtige Position. Und auf den M103 hier nochmal feuern. Also jetzt haben wir hier quasi alles, was wir brauchen. Wir können da hinten die Gegner spotten. Die kassieren auch schon die TDs. Das sieht gut aus. M103 steht direkt vor uns. Also so, das ist jetzt schon besser gegangen. Ne? Bisschen Mut gezeigt. Witzig, dass er jetzt auch hier in dem Winkel meine Kommandantenluke trifft. Aber mein Gott, so ist es halt. So, M103 ist draußen. 4000 Schaden liegen an. Ich denke, wir sollten jetzt hier zusehen, dass wir nach vorne kommen. Aber den Schuss kriegen wir nicht mehr. T54 Mod 1 flieht da jetzt übers offene Feld. Ich denke, die Sue wird sie auch noch hinten droppen lassen. Also schon wieder zwei spannende Runden. Immerhin bietet sich die Sue uns nochmal an. T54 Mod 1 kracht da jetzt gerade in 5 Gegner rein. Nicht so smart. Aber hier war wichtig, ne? Scharfe Tour ist mitgekommen, Objekt 77 ist mitgekommen. Wir haben sofort die Position dominiert. Da ist dann auch nicht mehr viel für das Gegnerteam zu machen. Wenn deren Panzer so weit hinten stehen, also T30, Conqueror etc. hätten viel weiter aufrücken müssen. Ja, so war es halt. Ziemliches Gebärsche. Aber auch wichtig, ne? Diesmal die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit getroffen. Hinten lang zu fahren. Jetzt habe ich aus der Fahrt geschossen. Weil ich schon noch... So, einen Schuss sollten wir auf jeden Fall noch machen können, oder? Oh, Kill nehmen wir auch noch mit. 4800 Schaden. Mit den Unterstützungsschaden sind wir bei 5000 Schaden. Das sieht doch deutlich besser aus als die erste Runde. Komplett die Meta gespielt, komplett unseren Panzer gespielt. Schön aggressiv gewesen dabei. Also so sollte man es machen. In der ersten Runde, wie gesagt, da war ich wahrscheinlich für das Matchmaking zu verhalten. Hab zu viel einfach liegen lassen. Hab mich dann auch nicht getraut. Aber in beiden Runden muss man sagen, das eigene Team komplett mitgespielt. Ne? Also... Das Gegnerteam wieder alles falsch gemacht. Das eigene Team schön mit auf die Position aufgerückt. Die südliche Flanke geklärt. Das heißt, deswegen waren das jetzt... Es waren eigentlich komplett Kartenspiele. In der ersten Runde hatte das Gegnerteam eigentlich von den Panzern her den Vorteil mit dem Emil. Der ist aber nie in die Mitte rangefahren, hat die Mitte nicht contestet. Und deswegen war das so einfach. Hier war es das Gleiche. Conqueror, T54-1, T30 sind eigentlich auch gute 9er Panzer, mit denen man da vor allem Halldown sehr gut arbeiten kann. Wenn man dann im Hintergrund noch so einen Autoloader hätte, der ist aber in den Norden gefahren. T30 und Conqueror haben versucht, in die Mitte zu snipen, anstatt die Position zu besetzen. Und so geht das dann doch recht zügig, recht einseitig aus. Ja, das war das zweite Match. Jetzt können wir noch mal ganz kurz drauf schauen. Jetzt sind wir wieder ungefähr da, wo wir angefangen haben. 91,2. Also ärgerlich, dass wir in der ersten Runde so gepennt haben, obwohl es keine Arti gab und wir Top-Tier waren. Aber auch das kommt vor. Ne? Da kann man das jetzt nicht aufs Team schieben, sondern wenn man selber seine Chancen liegen lässt, das kann einen hinten raus dann irgendwann teuer zu stehen kommen, weil es werden dann auch die Runden kommen, wo ihr keine Chance habt. Jetzt sind wir hier in einer 10er-Runde. Hier würde ich jetzt sagen, gehen wir doch mal für die Heat. Gerade gegen den Panzerkampfwagen 7 VZ, ne? Dann Objekt 777, T10, I-Phase 1, Skoda T56. Da wollt ihr schon die Heat am Start haben. Jeder Schuss zählt. Ich sag das ja immer wieder, ne? Da geht es jetzt nicht so sehr darum, dass man nicht vielleicht auch mit A, P den Schuss machen könnte. Aber wenn ihr auf Gunmark spielt, ja, ich glaube, das ist was, was viele nicht verstehen. Wenn ihr auf Gunmark spielt, dann wollt ihr euch ja mit den Besten der Besten auf diesem Fahrzeug messen.
Und die werden auf die 2 drücken und die machen dann die Schüsse. Und ihr persönlich, wenn ihr nicht der Allerkrasseste seid, es gibt ein paar Leute, die auch 9er und 10er ohne Probleme mit Standardmunition 3 Marken, ja, aber ich mache mir da keine Illusionen. Ich gehöre da nicht zu. Und die meisten von euch, die das Video hier gucken, wahrscheinlich auch nicht. Und dann geht es im Prinzip darum, aus einem 50-50 Schuss, den ihr mit AP hättet, einen 100% Schuss zu machen mit Heat, solange ihr nicht die Heat in die Spaced Armor reinknallt. Ne? Also sich einfach selber die besseren Chancen zu geben, weil ohnehin wird es schwierig genug. Ihr müsst euch in den Situationen, wo euer Team gewinnt, gut positionieren, dass ihr da euren Schnitt macht. Ihr müsst euch in den Situationen, wo euer Team verliert und ihr nichts machen könnt, gut positionieren, um euren Schnitt zu machen. Also es ist auch, selbst wenn ihr auf die 2 drückt, müsst ihr euch nicht schlecht fühlen. Es ist auch so schwer genug, das könnt ihr mir glauben. Und jeder, der euch was anderes erzählt, der ja, ist entweder ein Blender oder einer von den Leuten, die der Meinung sind, sie sind nur deswegen schlechter als andere, weil sie keine 2 drücken. Und wenn sie dann mal auf die 2 drücken, dann stellen sie aber auch ganz schnell fest, dass ihnen doch noch ganz andere Dinge fehlen. Um hier mal ganz kurz das Thema Premium-Munition aufzumachen. Gleich wieder ein Deckel drauf. So, Panzerkampfwagen 7 kommt hier auch hoch. Wir haben hier einen T110E5 und wir haben hier eine geile Position, die wir spielen können mit unserer Gun Depression, wo wir jetzt hier ihm zum Beispiel den Turm geben können. Und das ist natürlich jetzt hier gefundenes Fressen, so wie wir hier stehen. Ich will erstmal den E50M. Der ist für mich der gefährlichere. Jetzt können wir... Wir schießen erstmal auf die, die vielleicht gleich weg sind. So, und danach können wir dann auf den Jagdtiger gehen. Weil der Jagdtiger, der läuft uns nicht weg. Wir können jetzt... Ich habe überlegt, ihn zu tracken, aber dann habe ich gedacht, okay, er ist eh sofort tot. Der E5 wird jetzt noch einen Schuss machen. So, aber wir haben schon mal 1600 Schaden auf der Glocke. Jetzt bin ich eher geneigt, da hinten noch zu unterstützen. Den lassen wir da jetzt erstmal unten. Der läuft uns nicht weg. Aber wir müssen jetzt hier offenes Feld gucken, dass die Kollegen hier nicht unser Team auseinanderschreddern. Also, ich bin offen. Das heißt, wir werden gleich ein paar Schüsschen kassieren. Ja. Der EBR. Funny. Oh, schade. EBR nicht getroffen. Den Boras mache ich natürlich. So, jetzt sollten wir zusehen, dass wir da unten den T110E5 unterstützen. Im Zweifel gucken, dass wir vom Scorpion nicht kassieren. Und jetzt vielleicht unser AP einfach tauschen. Wir liegen HP-technisch ganz gut vorne. Ich will mich jetzt hier oben in eine Position bringen. Ich weiß, ich werde mir jetzt wahrscheinlich einen fangen. Okay, er schießt da eh. Das ist natürlich sehr fair von ihm. Schade, dass er es jetzt nochmal geschafft hat, hier nach vorne zu fahren. Okay, solange er da weiter seine HE ballert, kann ich damit gut leben. Die Gegner haben sich hinten durchgesetzt. Weiß nicht, wie korrekt die HP-Anzeige jetzt da ist. So, jetzt hat er... jetzt hat er die richtige Munition gefunden. Aber wir sind schon bei 3000... wir sind schon bei 3300 Schaden. Also von daher sieht das ganz gut aus. Bin mir jetzt nicht sicher, ob der Skorpion da oben immer noch steht oder ob er jetzt zurückgefahren ist. Kann auch sehr gut sein, dass die anderen Kollegen jetzt hier gleich zurückkommen. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben im Moment wenig Infos. So, ich versuche jetzt einfach mein Glück. Da steht der Skorpion. So,
So, und jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein. Von den Skorpionen bin ich jetzt One-Shot. Das weiß er auch. Aber er bounced. Er bounced nicht. So, aber wir sollten trotzdem noch schneller nachgeladen sein, um beide mitzunehmen. Oha. Da schieße ich lieber auf ihn. Er ist nämlich voll AP. Jetzt können wir vielleicht noch einen Schuss machen. Er hat Stockturm. Ach, schade. Der geht nicht rein. Ich würde gerne noch einen Schuss machen auf ihn. Ist jetzt immer ein bisschen 50-50 hier. Aber wir haben noch den Killshot gemacht, jawohl. Also, ich denke, wir haben hier fast das Maximum rausgeholt. 4766 Schaden. War auf jeden Fall eine gute Runde. 144 Unterstützungsschaden haben fast unsere gesamten HP eingebracht. Ja, ich denke, man muss es da spätestens an der Stelle probieren. Wir haben den kompletten Skorpion noch mitnehmen dürfen für 1100 oder für 849. Also alles in allem würde ich sagen, korrekte Entscheidung. Man hätte es ein bisschen safer spielen können, aber dann hätten wir wahrscheinlich nicht so viel Schaden mitgenommen. Von daher mit den 4766 Schaden bin ich recht zufrieden. Das heißt, wir sind jetzt hier an der Stelle bei, ja, 91,77, also wir sind definitiv gestiegen. Wir haben jetzt, wenn wir die erste Runde nicht so verkackt hätten, wären wir jetzt bei über 92%. Das geht auf jeden Fall auf meine Kappe. Da habe ich zu passiv, zu feige gespielt. Ich glaube, das habe ich jetzt in den beiden anderen Runden besser gelöst. Hätte man auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen smarter lösen können. Aber grundsätzlich denke ich, dass ich an der richtigen Stelle stand, um meinen Schaden zu machen. Ich habe meine Position so gewählt, dass die Kampfkraft meines Panzers größtmöglich ist. Hat sie eben auch auf chinesische Mauer da oben schön die Turmpanzerung ausgenutzt. E50M, Panzerkampfwagen 7, Jagdtiger mussten zurückfahren. Keine Chance gegen mich da in der Position. E5 hat uns da gut geholfen. Also alles in allem, denke ich, waren das drei Runden, mit denen man zumindest mit zwei gut leben kann. Und die erste, die lassen wir so mal stehen. Ich hoffe, die Reihe gefällt euch. Ich hoffe, ihr kriegt ein bisschen für euch selber was mit, wie man so an so eine Runde rangehen kann. Hat natürlich jetzt auch hervorragend geklappt mit den Mitspielern. Man hat nicht immer solche Runden, das gebe ich auch gern zu. Werden wir sicherlich auch hier in diesem Format noch sehen. Aber wenn es denn klappt, dann muss man halt auch zusehen. Na, das hat man halt ganz gut in der ersten Runde gesehen. Nur weil man gewinnt, heißt das nicht, dass man seinen Schnitt auch macht. Na, das ist halt auch das, worum es geht. Das haben wir in den beiden letzten Runden besser gemacht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!